Eidos Interactive Present. Jede Menge Chocobos von Squaresoft. Ja, wie der Kenner schon sieht, wir spielen Final Fantasy VII und es soll der Beginn einer neuen kleinen Reihe sein von mir, und zwar will ich euch die Final Fantasy Teile näherbringen, die der 3D-Ära, also beginnend mit Final Fantasy VII. Und ich würde sagen, wir klicken mal die Credits hier am Anfang weg und sind hier im Startbildschirm, und wie der wirkliche Ken jetzt erkennen wird, ist, dass das nicht der Standard-Startbildschirm ist. Nein, denn wir spielen es mit ein paar Mods. Den Link zu Tifas Bootleg Modloader werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Welche Mods jetzt alle aktiviert sind, kann ich gar nicht sagen, aber einige sind eh, wenn man den Modloader hat, sind eh alle drinnen, die man downloaden kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf ein neues Spiel. Ja, und damit wäre auch schon das Intro zu Ende. Ich wollte nicht reinreden, auch wenn es noch nicht ganz so bombastisch ist wie in späteren Teilen. Haben wir schon gebaut? Nee. Also hier, wie gesagt, das war das erste Final Fantasy, was mit 3D-Grafik kam. Final Fantasy VI war ja noch für Super Nintendo in 2D. Und ja, es ist halt alles neu. Also erstmal, komm neuer, hier lang. So, bevor wir ihm folgen... Ja, es ist Optionsmenü, müssen wir erstmal was einstellen hier. Ging's hier schon? Gut. Automatisch renne ich gegen, das wollte ich nachschauen. So, nur kurz ein paar Sachen zum Spiel. Also erschienen ist es das erste Mal am 31.01.97 für die PlayStation in Japan. Bei uns kam er nach am 17.11.97 raus für die PlayStation. Für den PC folgte der Release im Jahr 1998. Und später, im Jahr 2009, konnte man auch noch über das PlayStation Network für PlayStation 3 und PSP damals, glaube ich, noch downloaden. Und seit 2013 gibt es für Steam und seit 2015 auch für iOS, also für iPad und iPhone zum Downloaden. Die Versionen haben sich nicht wirklich viel geändert. Das Einzige ist für die Steam-Version, dass man es auf HD hochskaliert hat. So, kurz Story zum Spiel. Für die es nicht wissen, also wir beginnen hier, wir sehen das Ex-Soldat, sind in der Stadt Midgard, das war diese Stadt, die wir im Intro gesehen haben, die eben von diesen Reaktoren hier, die ringsum waren, mit 1 bis, glaube 8 beschriftet. Ja,
Schauen wir mal, wie sich hier die Story mal weiterentwickelt. Folgen wir mal dem Kerl hier vorne. Sehen wir auch gleich den Kampfbildschirm. Ist nur nicht mehr der Standard-Kampfbildschirm, sondern wie gesagt alles mit Mods. Bisschen auch moderner, so Final Fantasy X-Style geändert. Kampfsystem funktioniert im Grunde noch gleich wie in den alten Teilen. Hat unten den ATB-Balken, der sich halt füllt und wenn er voll ist, kann man einen Angriff ausführen. Darüber ist der Limit-Balken, wenn der voll ist, kann man Spezialattacken machen. Ja, besiegt die Gegner mit Erfahrungspunkte und AP. Die AP sind und auch Items und Geld, was hier Gil genannt sind. Denn AP, die sind für die Zauber wichtig, dass die aufgestuft werden. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also wie gesagt, jetzt folgen wir mal dem Kerl hier. Schauen wir, was wir hier überhaupt los haben. Wie heißt das hier? Kann nicht reden. Wow, er war mal Soldier. Einen wie den finde ich. Nochmal. Soldier steht da, weil es auch ein bisschen Textübersetzungen sind. Jetzt sind teilweise die englischen Begriffe auch noch. Wow, er war mal Soldier. Einen wie den findest du nicht jeden Tag in der Gruppe Avalanche. Soldier? Ist das nicht unser Feind? Ach, das ist ja... Jesse, nehme ich an, mit Weibig sein. Was will er hier bei Avalanche? Halt, Jesse, er war bei Soldier. Aber er hat doch aufgehört und jetzt ist er bei uns. Hat deinen Namen nicht mitgekriegt. Ja, Standardname ist Cloud, den wir ihm auch einfach so lassen. Cloud. Sehr wortkack, unser Cloud. Cloud, ich bin... Es ist Mac. Egal wie er heißt, wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Verdammt, das quasselt ihr da. Habe ich euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen. Unser Ziel ist der nördliche Makroreaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Wie gesagt, die Makroreaktoren versorgen eben die ganze Stadt hier mit Strom. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ex-Soldier, trau dir nicht. Das ist Barrett. Der sympathische, freundliche Kerl. Drück einen Pfeil nach unserem Abbruch, um zu laufen. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, das war natürlich damals auch toll, hier diese Kameraschwenks und zwischendrin diese 3D-Figuren. Also war für die damalige Zeit sehr cool gemacht. Und wir folgen einfach mal den Kumpels hier. Schauen, wo wir hinkommen. Wir werden halt hier von Standard Anfangsgegner angegriffen, die nicht viel können. Der Zusammenschnitt bei Musik gefällt mir nicht wirklich, aber die hört man nicht so häufig, da fällt es nicht auf. Ja, wir müssen eben hier zum nördlichen Makroreaktor. Na, bis zum ersten Mal in Reaktor. Nein, ich habe doch für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voller Makroenergie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Schwingen, reden, beeilen wir uns. Jetzt reicht's. Du kommst mit mir. Sag, das ist ein freundlicher Kerl. Reden wir nochmal hier mit Jesse. Bix und ich haben den Code für diese Tür. Schön, dann Bix. Code entziffert. Schön. Ja, Jesse hat hier den Code. Code entziffert. Wir gehen als erstes mal hier unten rein. Hier steht nämlich eine Kiste. Das sind die Kisten mit Items. Mit einer Phönixfeder. Kann man immer gebrauchen. Ja, und damit ist die nächste Tür offen. Und hier drinnen haben wir jetzt im Aufzug. Ja, drück die Taste drüben, mach mir. Schalte ein. Ich schalte nach unten, so wie es aussieht. Oder Taste nach unten. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus. Bis mal Schluss ist. Ist nicht mein Problem.
Cloud, der Planet stirbt! Mir geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen von unseren Roboter kommen. Schau mal, Wachen waren ja schon da. Schau mal, ob die Roboter auch noch kommen. Ja, weil ich ein bisschen blöd gemacht finde in dem Teil hier, ist, dass die Teamkameraden immer in einen reinlaufen, wenn sie vom Bildschirm verschwinden, sag ich mal. Ja. Ja, jetzt haben wir auch die neue Kampfmusik, die ein bisschen laut ist, aber ja. Also die remasterte Kampfmusik ist das. Und die klassische Siegesmusik. So, ja. Wir kämpfen uns jetzt halt weiter ins Innere des Reaktors vor. Drücke die OK-Taste von einer Leiter vor einer Leiter, um sich festzuhalten. Danach kannst du mit dem Pfeiltasten hinauf und hinunter klettern. Also, ja. Heutzutage alles Standard. Ja, es sind ein paar mehr Gegner hier diesmal. Haben eine Magie. Eis und Donner. Und Eis und Blitz. Wie gesagt, durch ein paar Mods sind eben die teilweise deutsche Übersetzung in Englisch. Ja, ist halt so. Dafür sieht man ja was, die Mod zu machen. Die Bilder sind ein bisschen schöner. Die Charaktermodelle sind verbessert. Vor allem, wie man im Kampf gesehen hat. Und natürlich auch teilweise bessere Texturen. Wo halt keine vorgerenderten Bilder sind. So wie im Kampfbildschirm vorhin gerade. Und da unten sieht man schon auch andere Speicherpunkte. Und zwar die aus Final Fantasy X. Kann man aber auch die alten lassen. So, wir haben erstmal speichern. Ja, ist mein anderer Spielstand, den ich hier angefangen habe. Speichern wir einfach mal auf 3. Natürlich kurz vorm Tor bzw. vor der Tür bekommen wir noch einen Kampf. Das ist Standard hier in dem Spiel. So, wenn wir ja Magie haben, werden wir hier hinten auf den Roboter. Jetzt haben wir einen Roboter, was er vorgemeint hat, den er nicht mehr sehen will. Blitz an, weil Blitz ist natürlich gegen Roboter effektiv. Ja, mit dem Kleinkram hier. Ja, jetzt sehen wir auch den Limit Break hier. Das ist der erste hier von Barrett, ist das hier. Stärkerer Schuss einfach nur. Kann aber bei Bosskämpfen manchmal ziemlich entscheidend sein, diese Limit Breaks. So, dann. Gut, wir müssen gar nicht durch die Tür, wir müssen über die Brücke. Ja, da sieht man auch den Pfeil. Also die zeigen eben immer einen Ausgang an und so. Hier liegt eine Materie rum. Heilung. Die wird natürlich gleich unser Kollege. Wieder nicht, weil die kann ich noch nicht ausrüsten. Gut, wird unser Kollege noch nicht bekommen. Wenn wir den in Luft haben, bleibt noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Tu es einfach, Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Gut, wie du willst. Vorsicht. Das ist mehr als ein Reaktor. Was war das? Was ist los? Was ist los, Cloud? Beeil dich! Sorry. Aufgepasst, da kommt was. Ja, und damit hätten wir schon unseren ersten Boss. Relativ früh im Spiel. Wir haben natürlich auch mit Donner angreifen. Er hat ja nichts anderes.
Warum sage ich Donner und benutze Blizzard? Ja, ist einfach so. Ich wollte Thunder. Ah, Cloud hat auch Limit Break. Sehen wir den auch noch hier, seinen ersten. Hier Limit. Bei ihm Braver, der erste. Da sieht der folgendermaßen aus. Stärkerer Schlag. Der Boss hier kann noch nicht wirklich viel. Im Gegensatz zu späteren muss man schon besser aufpassen bei späteren dann. Was man bei dem hier aufpassen muss, ist das, was jetzt passiert. Denn hier ist ein Stachel in die Höhe. Sag ich doch. Better be careful. Attack while its tail is up. It's gonna counterattack with his laser. Das wollte ich nicht. Ja, mit der Zeit nutzen wir einfach, dass wir uns heilen. Ja, hier kann man noch die Position verändern, wo vorne hinten steht. Hier Barret kann man nach hinten stellen, weil er ja einen Fernkampfangriff hat. Ansonsten, da bekommt er eben weniger Schaden. Dafür macht er auch weniger Schaden mit Nahkampfattacken, aber da er ja mit seinem mit seiner Armmaschinenpistole am Schießen ist, stört das nicht, dass er hinten steht. Ja, ist der Stachel wieder unten, das heißt, wir können ihn normal angreifen. Hier zum Beispiel im Kampfbildschirm haben wir es gerade auch gesehen, normal ist das, was Cloud hier sagt, in Deutsch. Ach, ja, das war... falsche Taste. Weil Cloud wollte ich eigentlich nicht in die hintere Reihe stellen. Wobei es eigentlich egal ist, solange nur mit Magie angreift, können wir auch hinten stehen lassen. Weiß ja nicht viel aus. Ja, gut, er ist eh schon tot. Hören wir die klassische Final Fantasy Siegesmusik. Jeden Level Up. Kommen eine neue Waffe. Oder Soul Gun. Schauen wir uns gleich mal an. Komm, nichts wie weg. 10 Minuten bis zur Explosion. Wir haben erstmal was anderes zu tun. Ja, genau. Eine neue Waffe für Barret. Und... der ist hier vorne, den stellen wir mal nach hinten. Und wir laufen. Haben oben unseren Timer. Natürlich werden wir auch nochmal speichern hier. Wir haben ja Zeit, passiert ja nichts. Sind wir 10 Minuten, sind sehr großzügig hier. Auch wenn er relativ langsam klettert, erinnert irgendwie an Link. Gut, die halten uns natürlich weiterhin auf, die nervigen Gegner. Auch und natürlich auch noch einen Angriff von hinten. Das heißt, die Reihen sind jetzt getauscht. Das heißt, Bell steht jetzt im Grunde in der vorderen Reihe und Cloud in der hinteren Reihe. Was schlecht ist. Wie man sieht vom Schaden her. Ich werde jetzt trotzdem nicht tauschen, weil die Standardgegner hier werden wir auch so schaffen. Ach ja. Jetzt sind sie noch nerviger als vor. Das ist das Problem der Zufallskämpfen. Ja, warte mal. Ach, der ist ja Schnitt in der Musik, der ist... ja. Ist halt so. Wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn man hier angreift und select... nein, nicht select... das war anders. Ah ja, genau. Hier, dann hat man immer Erklärung, was es macht, beziehungsweise
welchen Gegner man gerade angreift, auch so wie der heißt. Ja, aber wir haben ja die Aufgabe, dass wir hier entkommen müssen. Was macht Jesse eigentlich noch hier? Schnell zu ihr hin, vielleicht braucht sie ja Hilfe. Alles okay? Mein Bein steckt fest. Danke. Ja, können wir ja noch nicht einfach zurücklassen hier, Jesse. Sie hat uns ja hier reingebracht. Weil ich gar nicht weiß, ob man sie überhaupt zurücklassen kann, ob sie dann trotzdem irgendwie rauskommt. Ich habe sie immer mitgenommen eigentlich. Ja, es wird mir eigentlich den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen. Mit natürlich Angriffen hier von Gegnern. Die machen ja auch nicht viel Schaden, wie man sieht. Haben wir einen Heiltrank zurückbekommen und können jetzt hier durch die Tür. Dem Lift wieder nach oben. Ja, los. Genau hier, Tür öffnen. Und raus hier. Jetzt kommt damals halt wirklich cooler Effekt hier. Nicht, dass Jesse wieder hingefallen ist. Sondern hier dieser Explosionseffekt. Die Zwischensequenzen waren einmalig damals. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Wieder so ein toller Explosionseffekt. Der hat sich natürlich den Arsch verbrannt, ist ja klar. Okay, lasst uns verschwinden. Rendezvous in der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey! Ist dein Geld? Warte, bis wir im Versteck sind. Ja. Gehen wir noch hier die Treppe hoch. Weiß gar nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist. Bis zum nächsten Speicherpunkt werden wir hier mein Let's Show von diesen Teilen noch spielen. Ah, jetzt sehen wir hier, was wir gesehen haben im Intro-Video. Ist ja auch diese freundliche Blumenverkäuferin. Entschuldigung. Was ist passiert? Was nehmen wir? Sollte besser von hier verschwinden, würde ich sagen. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist gut. Ist sicherer für sie. Aber jetzt sehen wir eben das, wo wir vorher waren. Was zum Geier geht hier vor? Ah, hier steht wieder Tränkchen. Hey, du da! Ah, wir wollen jetzt nicht kämpfen. Halt! Später... Es hat keinen Sinn zu kämpfen, die kommen immer wieder. Ja, uns bleibt kein anderer Ausweg. Weiter kommst nicht. Ich habe keine Zeit, mit euch zu balgen. Genug Gefahr, schnappt ihn. Wie man sieht, es gab zwei verschiedene Arten von Zwischensequenzen. Die einen, wo die Charakter ein bisschen detaillierter sind und solche hier. Cloud ist nicht gekommen. Ach, das war der Kleine, egal.
Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Cloud. Oh, ich glaube, das war jetzt zu hoch ein bisschen. Sag mal, meinst du Cloud? Kämpft bis zum Ende für Avalanche? Wer soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Hümpf, wenn nicht alles so ausgeflippt wird. Hey Barrett, was ist mit unserem Geld? Nichts, Entschuldigung. Oh. Da klopft was. Cloud. Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst hier einen riesen Auftritt. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Sieh dir dein Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Hey Cloud, du warst klasse. Hehe, Cloud, nächstes Mal sind wir noch besser. Vorsicht, ich mach's zu. Oh Cloud, dein Gesicht ist völlig schwarz. Sein Gesicht. Man sieht schon, wo sie am Rumwischen ist. So, besser. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Dann gehen wir vom Gepäckswagen mal nach vorne in den normalen Abteil. Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7, Depot, wartet Ankunft, 12.23 Uhr, Midgard-Zeit. Erstmal alle anderen aus dem Waggon hier vertreiben. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Und tschüss. Hast du die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeige gesehen? Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus den Slums. Ein Rakt in die Luft gejagt. Da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Müssen einen ziemlich gerissenen Anführer haben. Was sie wohl als nächstes anstellen? Gerissen? Naja, wird schon passen. Jetzt wäre ich sentimental. Hock dich hin und halt's Maul. Bitte, du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Schöner Schaffner hier. Eines Tages mit Avalanche berühmt und ich auch. Offenbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Es wird sich morgen sicher ändern. Hey Cloud, willst du dir das mit mir ansehen? Eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag sowas. Bomben und Motor. Weißt du? So abgefahrenes Zeug. Schauen wir mal. Pass auf, gleich fängt's an. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die Oberebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Psst, flüster, flüster. Die Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zur Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hat jedes Viertel einen Namen, aber keine in Midgar erinnern sich noch daran. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren. So weit ist es gekommen. Puh, jetzt hierzu. Schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt Spiralfängen um den Hauptträger herum. Wir müssen gleich ins Zentrum kommen. Jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor, der der Zentralanlage im Schienenhauptprogramm angeschlossen ist. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Wenn man von Teufel spricht, die Lampen bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was passiert, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso fast oben. Puh.
Glück gehabt. Ja, mir gehen den anderen auf den Nerven, ich weiß. Schau, du kannst es die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platten nicht wären, könnten wir den Himmel sehen. Schwebende Stadt, da wird einem ja mulmig. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Bist immer für eine Überraschung gut. Der Weltraum, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser... verdammten Scheibe müssen die Soldaten unten leiden. Müssen die Leute unten leiden, nicht die Soldaten. Die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreckt. Außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen wir da nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie kein Geld haben, oder vielleicht. Weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug, kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Hier sehen wir auch den Zug nochmal von außen. Und den Hauptträger. Damit sind wir auch schon am Bahnhof angekommen hier. Im Sektor 7. Ich glaube Sektor 7 war es. So, schauen wir, was Barrett so zu sagen hat. Hey da, kommt alle hier rüber. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil, kommt es noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier. Gut, nehmen wir an, Versteck ist hier drüben, da alle in die Richtung laufen. Hier haben wir auch einen Speicherpunkt. Wir haben nochmal speichern jetzt. Ja, dem Ausblick hier das verschlossene Tor. Gehen wir wieder ein paar Mal zurück, da war es ein bisschen schöner als hier. Ja, und hier mit dem Blick auf den Zug, in dem wir gerade angekommen sind. Wenn ich hier dieses Let's Show von Final Fantasy 7, also man hat einen kurzen Einblick gehabt, wie das Spiel aussieht, wie es funktioniert. Ja, da es jetzt eben auf Steam erhältlich ist, ich kann jedem empfehlen, dass er es sich kauft, weil es ist ein gutes Spiel. Ist jetzt nicht mein Lieblings-Final Fantasy, aber eins der besseren. Und wie gesagt, ich lege es jedem nahe zu kaufen, entweder auf Steam oder eben für iOS, wenn man iPhone oder iPad hat. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder und bis dann.